Gold, schenkst du mir welches? Ich hab kein Gold. Ich hab auch kein welches Bär gefunden. Ja, die sieht man ja auch immer so schlecht, die Berge. Na, ich hab hier drei Berge, lass den Gold drin. Was? Sag, ich hab hier drei Berge, wo kein Gold drin ist. Da geht's dir ja wie mir. Ich habe auch drei Berge, in denen kein Gold drin ist. Tja. Eins, zwei, drei. Und kein Gold. Auf den dreien. Es ist leicht ärgerlich. Jawohl. Was? Ich habe keine freien Siedler mehr. Das große Wohnhaus muss mal dringend fertig werden. Ich gebe gleich noch ein zweites, am besten in Auftrag. Also, ich brauche noch ein paar Angeln. Machen wir mal so und... produzieren wir noch ein paar Werkzeuge oder so, keine Ahnung. Passt schon irgendwie, ne? Steinmine, ach nee, Schrott. Sind das jetzt Steine, die ich abbauen kann oder eher nicht? Schwer zu sagen. Wahrscheinlich eher nicht. So, was brauche ich noch? Sonnenblumenöl wird geopfert bei den Trojanern. Was für Schwuchteln. Kein Blut? Nein. Oh. Aber ich habe noch gar keinen kleinen Tempel, ne? Zeit mal einen zu bauen. Also, weil ich habe ja noch nicht genug Projekte, ne? So, mit meinem Steinmetz aus. Scheinbar sind das keine Steine, die ich abbauen kann. Und der Bexi, außer hätte ich mal Blut drüber geschüttelt. So ganz billiges Kunstblut. Ach, was soll's. Ich baue einfach noch eine zweite Waffenschmiede. Vielleicht bringt sie was. Hör auf, mir alles nachzumachen. Sollst nicht immer meine Let's Plays schauen. Meine erste macht ja nichts. Vielleicht macht die zweite was. Waffenschmiede? Die machen doch alles von allein. Ja, keine Ahnung. Ich meine Werkzeugschmiede. Das Kontextmenü aufklappen Knopf, ist dir schon aufgefallen? Nö, welches? Ja, das vierte Symbol, wenn du auf das Gebäude klickst. Ah, okay. Muss man ja wissen, ne? Ich dachte, das wäre offensichtlich. Nein. Warum wird hier so wenig Kohle produziert? Weil ich so wenig zu fressen habe. Dann baue ich noch einen vierten Fischer. Fischt ihr auch, Jungs? Ihr fischt auch gut. Gut, ich habe auch noch da unten Minen, ne? Die Minen laufen, ne? Da kann man nichts sagen. So. Was kann man denn noch so alles bauen? Scheiße. Das will nicht so klappen, wie ich das gern hätte. Ich hasse es, wenn die Spiele das tun. Oh, da sind doch ein paar mehr Steine als drei. Sehr schön. Das ist schlecht. Die waren nur noch im schwarzen Gebiet. Warum? Da können sie auch gut ruhig bleiben, ne? Die Schmelze steht auch direkt daneben. Warum sind die leer? Aber die 2 Kilometer entfernte Kohle bringt er her. Naja, ihr mich auch. Ich hab euch auch ganz doll lieb, ihr Spasti.
brauch Gold. Gibt's kein Gold. Halt die Fresse! Sag nicht sowas! Das war ja die Wahrheit. Ich brauch 2 Goldbahnen für Schwertkämpfer Level 3. Und ich brauche mehr Siedler. Mein großes Wohnhaus ist ja immer noch nicht fertig. Mein zweites großes Wohnhaus auch noch nicht. 12 Steine! Seid denn ihr total bescheuert? Was soll ich die denn jetzt hernehmen? Ich überlege mir das mit der Steinmine doch nochmal, habe ich gerade beschlossen. Hier braucht man die ja wirklich. Nein, keine Schäfelmine. Was sind hier jetzt die? Hä? Ach, die ist ganz am Anfang, die Steinmine. Boah, am besten glaub gleich 2. Dann muss ich jetzt wieder die Dings ändern. Ne? Ja, das reicht, wenn die 7% bekommt. Was machen überhaupt meine... Oh, meine Getreidefarm steht fast schon. Die ist schon fast fertig. Sie haben schon beinahe damit angefangen. Ich habe immer noch kein Gold. Gold! Ich kann Schwertkämpfer und Bogenschützen bauen. Jetzt brauche ich aber eine Waffenschmiede. Was A? Ich bin eben minimiert worden im Spiel. Macht doch nichts. Das sagst du. Da bin ich mir jetzt so sicher. Ich habe die Aufnahme sicherheitshalber nochmal neu gestartet. Ich weiß nicht, warum er das gemacht hat. So, ich habe 20 Soldaten in Auftrag gegeben. Jetzt brauche ich nur noch 60 Bahn Gold dafür. Halt, nein, 40. 40. Schickst du mir mal 40 Bahnen Gold? Nein. Arschloch. Nicht mal ein. Was? Warum nicht? Schon Gold gefunden. Vielleicht. Stimmt, ne? Ich hab's mir gecheatet, Mann. Ja, direkt in meinem Lager. In Wirklichkeit ist direkt neben mir so ein Berg voll mit Gold gewesen und Kohle und so. Oh, wie schön. Sie haben schon mal ein Brett hingelegt auf die Baustelle. Toll. Aber anfangen zu bauen haben sie doch nicht. Schön. Das Prioritätensystem ist auch so ein bisschen ungünstig. Ich baue 2 kleine Türme nebeneinander, das glaube ich nicht. Gleich wieder abreißen. Was mache ich denn da für einen Scheiß? Ich fange jetzt erstmal an, Soldaten auszubilden. Ich brauche Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Soll ich jetzt bei jedem Siedler-Video in die Tax mit reinhauen? Gronkh und Kohle. Ich sollte Gronkh mal meine Videos schicken, wo ich so 20 Kohleminen habe. Nein, das eine Video da, wo ich gleich am Anfang die Kohleminen baue, wo ich irgendwie 200 Kohle habe. Was welchen? Das schicke ich mal Gronkh. Gronkh, guck mal, was ich hab. Ich hab Kohle. Das sieht ihn gar nicht. Freilich. Ich finde es total interessant. Ich kann hier mal einladen zum Gastkommentar. Mal schauen, ob er es interessant findet oder nicht. Hey, ich habe eine Weinmine. Eine Weinmine? Was?
Eine Steinmine meine ich. Ach, eine Steinmine. Was ist denn da hinten noch? Nichts. Stein. Tolle Map. Willst du da nicht mal reingehen, Jung? Ja, kann ich da jetzt vielleicht irgendwo mal meine Dings bauen? Abgelehnt. Dachte ich mir fast schon. Gronk findet es dann so toll, dass er gleich mal Gastkommentar bei Siedler 1 Let's Play wird. Da glaube ich ganz doll fest dran. Und da grabt nicht immer meine Moral. Das ist nicht gut für meine Moral. Vielleicht irgendwann mal. Was? Hörst du auf, meine Moral zu untergraben? Nein. Vielleicht wird er irgendwann mal Gastkommentar machen. Du musst ihn erstmal fragen, glaube ich. Ich hab einen neuen Soldaten. Nein, das ist kein Soldat. Was bist du? Ich hab immer noch Diebe? Ich dachte, ihr werdet alle tot. Geh mal zu Delfini und lass dich töten. Moment, kann man die nicht wieder auch entspezialisieren? Ja, es geht auch. Wunderbar. Ist ja viel besser, als ihn töten zu lassen. Was auf Int? Entspezialisieren. Ich hab noch irgendwo einen Dieb, aber ich hab keine Ahnung wo. Ah, ist ja cool. Was seid denn ihr Jungs überhaupt? Ach, ihr steckt schon wieder neue Schilder in den Boden. Und ihr vergrößert mein Reich. Außerdem, bei Siedler 1, da kann man doch nicht Nein sagen. Wo ist denn der Soldat hin? Ach richtig, das Schild habe ich ja da runtergeschickt. Ha, ein Punk. Er hat keinen Mana. Ich würde gern mal eine Festung bauen, aber ich habe keinen Platz. Wie sieht's bei euch aus? Braucht die Getreidefarm eigentlich Platz, so wie bei Siedler 1? Ja. Okay. Du kannst das Arbeitsfeld festlegen, das weißt du ja, ne? Dann reiß ich's nochmal ab. Du kannst auch den Arbeitsbereich ändern. Ja, nö, dann müsste ich ihn halt schon weit woanders hin. Na und? Dauert's halt wegen länger. Hast du's eilig? Ja. Wie sieht's aus? Transportier doch endlich mal den einen Stein da noch hin. Was ist, heißt hier Ding? Wir haben schon wieder seit 30 Minuten nicht mal gespeichert. Speichern wir noch einmal. Ja, gerade jetzt. Ring! Ding, 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 ding! Ich möchte gerne ein Ü kaufen. Außerdem bei Siedler 1 kann man gar nicht Nein sagen, wenn man zum Gastkommentator eingeladen wird. Ey, Gastkommentar meine ich. Das wäre wie, als wenn man, keine Ahnung, als Deutscher zu einer Weißwurst Nein sagen würde. Schlechtes Beispiel. Wie wäre es, wenn ihr denn endlich da mal noch einen Stein hinbringen würdet? Na endlich. Wow, 50 neue Leute in meinem großen Wohnhaus. Ja. Endlich. War was? Ja. Ich wünscht, ich hätte eine Beschleunigung. Wie spät ist es überhaupt? 06. Oh. Wann haben wir angefangen? 10? Nee, ein wenig später noch. Später. Halbe 11? Ja.
Innerhalb Stunde. Wow. Schon eine halbe Siedler 1 Aufnahme Session. Hey, warum tragt ihr das alles an eurem Wohnhaus rum? Warum legt ihr das da ab? Hört auf! Und das gefälligst in die Schmelze. Schmelze, ja. Genau, schon klar. Jawohl, ein neuen Soldaten wird gleich geboren. Neun Soldaten wird gleich geboren. Mhm. Ich Deutsch. Du auch Deutsch? Ich auch Englisch. Ich sehe da Grenzen. Seit wann hast du da eine Grenze? Wer hätte das überhaupt erlaubt? Ich hab da jetzt mal eine Grenze gemacht, ja. Nicht schön. Hast du Scheiße im Kopf? Wo ist mein Soldat? Da hatte ich doch noch vorhin noch einen Soldaten, oder? Ach, der ist da reingegangen. Dann soll ich doch vielleicht langsam mal, wenn ich nur Platz hätte. Was soll's? Dann muss ich das Ganze mal ein bisschen anschieben. Oh, mein Zeug ist noch gar nicht fertig, um irgendwas anzuschieben. Lust auf einen kleinen Schlagabtausch? Nein, warum? So halt, mir ist langweilig. Ich habe 5 Soldaten. 5 Soldaten? Okay. Komm, schick 5 Soldaten an der Grenze und ich komme mal vorbei. Mit 5 Soldaten. Was hältst du davon? Das wird lustig. Sehr lustig wird das. Wie viel schickst du? Du Arschloch. Ein paar. Ja, ja, komm, wahrscheinlich 50 Stück oder so gelaufen. Ja, jetzt habe ich da keinen Krieger in der Nähe. Ja, dann so, geh du mal in die Nähe. 5 tapfere Mann, das sind ja bloß 4. So sind jetzt auf einmal bloß noch 4. Ach, ich weiß warum. Dauert noch einen Moment. Einer ist schon weg. Was meinst du? Du Arschloch! Der sollte ins Haus gehen, du Vollpfosten. Ja, wenn der mich angreift, was nimmt der dafür? Angreift? Der ist einfach nur vorbeigelaufen, du Spast. Das kriegst du zurück, Jung. Sobald mein nächster 5. Soldat fertig ist. Ah, das Problem ist, mir fehlt ein bisschen Fressen. Puh, dann bau was zum Fressen. Ja. Oh, da oben ist ja noch Stein. Dann baue ich noch ein Steinmetz. Meine Minen arbeiten gerade nicht, das ist nicht ungünstig. Für dich würde ich auch nicht arbeiten. Dich würde ich nicht mehr arbeiten, wenn ich es arbeiten müsste. So, ist es wieder weiter der Soldat fertig? Jawohl. So, jetzt muss ich die nur noch an die Grenze schicken. Was auch noch eine halbe Stunde dauert. Oh, da ist noch ein Wachturm fertig worden, sehr schön. Hier mal die Priorität erhöhen. Dauert noch einen Moment. So, bei der Gelegenheit. Jetzt wieder schauen, wo ich hier welche wie eine Art habe. Welche Art Mine ich denn hab? So, wo sind jetzt meine Geologen hin? Das frage ich mich auch gerade. Wo sind die? Töte ich nämlich jetzt alle. Bau besser noch ein paar mehr. Gibt's nicht mehr so viel. Naja.
Keine Ahnung, wo die hin sind. So. Sind jetzt bald mal da, meine Soldaten? Naja, einen habe ich gefunden. Also 10 Soldaten haben wir, ne? Ja, kommt ungefähr hin. 4, 6. Ich hol besser einen 11. Ich trau dir einfach nicht. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Naja, ungefähr 10, ja. Ich hab zu wenig Fress. Fick dich, du Arschgesicht. Grob geschätzt. Fick dich einfach ins Knie. Muss man ein paar Prioritäten. Ich zieh noch mal ab. Muss man ein paar Prioritäten setzen. Können hier noch so viele schöne Sachen bauen. Werde ich gleich machen. Brauchst du gleich gar nichts mehr. Habe ich nicht 11 hier noch eben gehabt? Getreidefarben. Wir machen das einfach ganz einfach halt. Hier müssen wir hin. Wieder gespeichert? Ja. Mit Speichern laden wie bei der KI, was? Ich trau dir Arsch einfach nicht, das. Du würdest mir auch nicht trauen. Und bei. Scheiße, die passt da nicht hin. Warum kann ich keine Festung direkt vor einer Grenze bauen? Wieso? Reicht doch, wenn meine hier steht. Da komm ich schon rein, mach dir mal um mich Kassäuchen. Wenn die nur nicht so langsam laufen würden! Was haben wir denn da Schönes?